Hallo hier aus Las Vegas von der CES, derzeit von der CES Unveiled-Veranstaltung, so eine Art Vorabmesse, wo es schon ausgewählte Produkte zu sehen gibt. Und wir sind hier gerade am Stand von Zenglet. Das ist ein Hersteller, der intelligente Glühbirnen herstellt. So, intelligente Glühbirnen klingen jetzt irgendwie extrem spannend, aber in diesem Fall ist es tatsächlich spannend. Wir haben verschiedene Modelle. Einmal hier die Pulse oder Pulse. Das ist eine LED-Leuchte mit E27-Fassung. Könnt ihr also in ganz normale Lampenfassungen reinschrauben. Und die hat ein Lichtäquivalent von ungefähr 60 Watt, hat der Hersteller uns gerade gesagt. Das Ganze kann man natürlich dann über die zugehörige App auch dimmen, heller und dunkler machen. Je nach Bedarf. Das eigentliche Highlight an der Pulse ist aber, dass ein 13 Watt Lautsprecher von JBL eingebaut ist. Also sprich, ihr schraubt eine oder mehrere von den Dingern in die Decke oder in die Stehlampen und dann habt ihr im ganzen Haus Sound oder im ganzen Zimmer Sound, ohne dass man Kabel, Lautsprecher und irgendwas anderes sieht. Kostenpunkt 179 Euro, gibt's ab sofort auch bei uns. Nächstes Produkt, auch ziemlich cool, nennt sich Boost, ist auch wieder eine in Anführungszeichen ganz normale LED-Glühbirne. Kostenpunkt waren 69 Euro, gibt es auch jetzt schon. Hier drin steckt, da vorne kann man es sehen, wenn man genau hinguckt. Ich drehe das mal so ein bisschen. Da ist ein WLAN-Repeater drin. Also sprich, ihr könnt diese Lampe in die Fassung schrauben und habt dann eine WLAN-Reichweitenverlängerung. So, was passiert, wenn man jetzt das Licht mit dem Schalter ausschaltet, dann ist natürlich der Strom weg, stimmt. Kann man aber auch anlassen, weil ähnlich wie diese Lampe, wie die Pulse, kann man nämlich auch die Boost einfach über die App dimmen oder ausschalten. Dritte im Bunde ist die Element. Wieder eine LED-Glühbirne, in diesem Fall allerdings mit einer Steuerung über Zigbee. Das ist ein Standard für Heimautomation. Und dahinter kommt eigentlich mein absoluter Favorit. Da unten auf dem Tablet kann man es schon so ein bisschen sehen. Das ist die Zenglet Snap. Und da ist eine IP-Kamera drin, die also über WLAN ebenfalls erreichbar ist und damit könnt ihr eine Videoüberwachung von euren Zimmern, von eurem Haus, vom Eingang oder was auch immer realisieren. Gibt es leider noch nicht in Deutschland, in den USA kostet sie 200 Dollar und ist schon verfügbar, wird auch nach Deutschland kommen, Preis dafür steht allerdings aktuell noch nicht fest. Also dafür, dass es hier eigentlich nur Glühbirnen sind, finde ich das schon saumäßig interessant, vor allem auch das, wie weit ja, die vorhandene Technik mit ganz normalen Lampenfassungen eigentlich gehen kann. Bis jetzt waren Smart LEDs oder Smart Bulbs für mich einfach immer Lampen, wo ich vielleicht die Farbe und die Helligkeit verändern kann. Da steckt jetzt nochmal richtig was drin. Finde ich total spannend. Ist natürlich im Vergleich zu einer normalen Glühbirne für 50 Cent extrem teuer. Aber aufgrund der LED-Technik muss man es ja auch nicht so oft austauschen. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Mehr von uns, mehr coole Gadgets von der CES gibt es auf techstage.de, auf unserem YouTube-Channel und in den Social Networks. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Vielen Dank, bis bald, tschüss.